Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 65, Aktuelle Stunde, Fraktion der Freien Demokraten, Chancen erkennen, Vorreiterrolle sichern, Akzeptanz schaffen, 5G, Testnetz und so weiter, 20.814. Wort hat der Kollege Oliver Stierböck, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Offenbar Stadt. Habe ich da irgendwas gehört, was mir nicht gefallen hat? So gut der Ton. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen es alle, Hessen ist ein digitales Entwicklungsland. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht. Darmstadt ist bald eine von drei deutschen 5G-Städten. Während also in der Bundesrepublik 5G-Lizenzen gerade erst versteigert werden, geht es in Darmstadt schon voran. Und das ist gut so für Darmstadt und für Hessen. Schon die Versteigerung der UMTS-Lizenzen hat eine kleine technologische Revolution hervorgebracht. Den Erfolg der Smartphones, den Erfolg, den wir alle kennen, das hat unser Verhalten, unsere Gewohnheiten, das hat unser Leben verändert. 5G ist mehr als nur ein technischer Standard. 5G kann eine Standleitung ins Internet schaffen. 5G wird die eigentliche digitale Revolution. Und 5G wird unser Leben noch stärker ändern, als es die Digitalisierung in den letzten Jahren vermocht hat. Das 5G-Land, das bietet so viele Möglichkeiten für Mobilität. Autonomes Fahren bringt uns den Chauffeur für alle, für Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Produktionsstraßen werden schneller und günstiger. Für Gesundheitsvorsorge auf dem Land. Patienten können in nahegelegenen Telekonzentren sehr viel schneller behandelt werden. Für Ökologie in der Landwirtschaft. Roboter scannen ihre Umgebung und erhalten in Sekundenbruchteilen Rückmeldungen, wie viel bzw. wie wenig Unkrautvernichter sie sprühen müssen. Was heute noch nach Science Fiction klingt, wird in wenigen Jahren Realität sein. Und deshalb ist es auch so falsch, wenn man häufig hört, 5G sei nur wichtig für die Wirtschaft. 5G ist wichtig und eine Revolution für die Bürgerinnen und Bürger. Die digitale Revolution ist für alle da. Aber Hessen befindet sich im digitalpolitischen Schlafwagen. Und das hat auch mit einem Mentalitätsproblem zu tun. Eine Koalition, die sich in einem Antrag für 98% Netzabdeckung mit 4G abfeiert, wohl wissend, dass dies weder ein Erfolg der Koalition ist, noch überhaupt ein Erfolg, weil es nämlich eine Haushaltsabdeckung und keine Flächenabdeckung ist. Eine solche Koalition ist an Ambitionslosigkeit, an digitalpolitischer Ambitionslosigkeit nicht zu übertreffen. Wir wissen es doch alle. Hessen ist ein digitaler Flickenteppich, löchrig wie ein Schweizer Käse. Wir brauchen deutlich mehr Ambition, um Hessen zum funklochfreien Bundesland zu machen. Wie soll eigentlich ein Land, das es nicht vermocht hat, 4G vernünftig auszurollen, 5G in der Fläche realisieren? Dazu brauchen wir Mobilfunkmasten im Abstand von 1 Kilometer. Das sind bis zu 800.000 Masten in Deutschland. Bisher haben wir gerade einmal 100.000 Masten in Deutschland. Der sogenannte Mobilfunkpakt der Landesregierung will gerade 800 neue Standorte in Hessen entstehen lassen. China braucht dafür keine 2 Tage. Die Marktforscher von CC Insight sagen, Deutschland und Westeuropa schaffen es nicht zu den 5. Die Marktforscher von CC Insight sagen, Deutschland und Westeuropa. Meine Damen und Herren, das Wort hat der Kollege Stierböck. Ich bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit. Marktforscher von CC Insight sagen, Deutschland und Westeuropa schaffen es nicht, zu den führenden 5G-Ländern aufzuschließen wegen strenger Regulierung und eines fragmentierten europäischen Marktes. Digitalisierung braucht also Liberalisierung und Europäisierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nur mit einem gewaltigen Schub bei 5G können wir uns an die digitale Weltspitze katapultieren. Dazu braucht es im Bund und Land mehr Chancenträger und weniger Bedenkenträger, wie man sie bei jeder Landtagsdebatte hört.
Dazu braucht es eine Landesregierung und eine Digitalministerin, die, wenn etwa in Darmstadt wegen der 5G-Masten Bedenken geäußert werden, politische Führung übernimmt und die Möglichkeiten, die Chancen in den Vordergrund stellt. Dazu müssen wir Flächenziele in den Vordergrund stellen, nicht eine Haushaltsabdeckung. Dazu müssen wir die Genehmigungsverfahren für neue Mobilfunkmasten vereinfachen und damit drastisch beschleunigen. 18 Monate bis zum Bau sind entschieden zu lang. Machen wir unser Land zum Vorranggebiet für den 5G-Ausbau. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dazu sollten wir mit den Einnahmen aus den Lizenzversteigerungen den LTE- und 5G-Mobilfunkausbau auf den Land fördern und nicht das Breitbandfestnetz. Oder ergänzen wir die Aktion der Frequenzbänder um eine zusätzliche Negativaktion, bei der der Anbieter den Zuschlag bekommt, der für die Abdeckung der weißen Flecken am wenigsten Unterstützung verlangt. In Japan dürfen Netzbetreiber die 5G-Antennen an den Ampelanlagen anbringen. Herr Kollege Stirböck, Sie müssen zum Schluss kommen. Schluss, 200.000 Antennen inklusive bester Stromversorgung. Wir sollten hier kreativer sein. Lassen Sie uns weniger Bedenken tragen, 5G in ganz Hessen zur Realität werden, nicht nur in Darmstadt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Stirböck. Das Wort hat der Abg. Leveringhaus, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, bedenkenseckend kam er da schon wieder vor. Aber es ist ja natürlich so, dass der Bundesgerichtshof schon 2013 festgestellt hat, dass die Verfügbarkeit eines schnellen Internets zugangs, und hier zitiere ich, auch im privaten Bereich für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung typischerweise von zentraler Bedeutung ist. Und das war eben 2013, jetzt sind wir 6 Jahre weiter. Ich denke, da hat sich eher die Bedeutung noch gesteigert, und wir reden im Jahr 2019 halt bei dieser Versorgung über den 5G-Standard. Ich denke, da sind wir uns alle einig, wie wichtig das ist. Aber so etwas stutzen muss ich beim Titel Ihrer Aktuellen Stunde dann schon. Denn Sie reden von einer tragfähigen Gigabit-Strategie. Heute feiern wir quasi Geburtstag dieser tragfähigen Gigabit-Strategie, denn die gibt es in Hessen ziemlich genau ein Jahr lang. Ich hätte gerade von Ihnen nicht gedacht, dass wir hier zum Geburtstag eine Aktuelle Stunde abhalten. Aber vielen Dank. Und noch ein Punkt, der mich etwas stutzig gemacht hat, war gerade in Ihrer Rede, von wie vielen Masten Sie reden, die wir in Hessen brauchen. Es gibt andere Masten, da sind Sie immer starke Kritiker, wenn die aufgestellt werden, reden immer von Verspargelung der Landschaft. Man müsste sich vielleicht auch mal entscheiden, für was man ist. Aber mal im Ernst, eine zeitgemäße, flächendeckende und leistungsstarke Infrastruktur wird es in Deutschland nur geben, wenn wir beim Breitbandausbau Festnetz und Mobilfunk zusammendenken. Und so eine digitale Infrastruktur ist unabdingbar. Ich ziehe mal einen Vergleich. Sie ist das Straßen- und Schienennetz des 21. Jahrhunderts. Sie ist die Basisinfrastruktur für das neue Jahrtausend, für digitale Teilhabe, für digitale Mobilität und für ökonomische Prosperität. Und ohne jenes gut ausgebaute Straßen- und Schienennetz, was ich erwähnt habe, wären wir in Deutschland im 20. Jahrhundert nie dieser Wirtschaftsstandort geworden, der wir heute sind, wobei wir fast sagen müssen, heute noch sind. Denn wenn wir es nicht schaffen, in diesem Bereich deutlich aufzuholen, gefährden wir den Wohlstand in unserem Land und die Anschlussfähigkeit an die Geschäftsmodelle des 21. Jahrhunderts. Dabei ist aber auch wichtig, dass eine leistungsfähige Grundversorgung auf einen diskriminierungsfreien, offenen Netzzugang mit echter Netzneutralität für alle Anbieter setzen muss. Meine Damen und Herren, ich hatte die Gigabit-Strategie schon angesprochen. Sie hat das Ziel, bis zum Jahr 2025 flächendeckend die Gigabit-Versorgung auszubauen. Und bis zum Jahr 2030 soll dann sogar der Ausbau im Standard FTTH bzw. FTTB erfolgen. Und ja, auch das Thema 5G ist in dieser Gigabit-Strategie schon genannt. Parallel dazu soll ab 2020 der Rollout beginnen. Aber das ist nicht alles. Beispielhaft angesprochen sei auch noch einmal der Mobilfunkpakt, der im letzten Jahr geschlossen wurde, wo wir den flächendeckenden Ausbau der Mobilfunkversorgung sicherstellen wollen und die weißen Flecken schließen wollen. Und Mobilfunkversorgung heißt eben bald nicht mehr 3G oder LTE, sondern es heißt 5G. Hierzu, auch das wurde eben schon angesprochen, gab es vor Kurzem die Auktion, die zu Ende gegangen ist. Aber leider gibt es da eher viel Wasser und wenig Wein bei dieser Auktion. Denn nicht nur, dass sie mit 3 Monaten viel zu lange gedauert hat,
wertvolle Zeit, die uns fehlt beim Netzausbau, sondern die vier Unternehmen haben am Ende auch fast 6,6 Milliarden Euro für die Frequenzen ausgegeben. 6,6 Milliarden Euro, die jetzt für den Netzausbau fehlen. Den Fehler haben wir in Deutschland schon einmal gemacht. Sie werden sich sicherlich erinnern, bei den UMTS-Lizenzen, auch wenn wir da über eine ganz andere Summe reden, nämlich über 50 Milliarden, gehen nicht wenige Experten noch heute davon aus, dass diese Versteigerung und die enormen Summen, die damals gezahlt werden mussten für die Frequenzen, einer der Gründe sind, warum wir heute noch keine flächendeckende Abdeckung haben. Eine Deckelung der Kosten für die Frequenzen vom Bund wäre möglich, und sie wäre vor allem sinnvoll gewesen. Aus Fehlern sollte man eigentlich lernen. Ich bin gespannt, wie wir das dann bei 6G in Deutschland machen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Breitbandausbau ist enorm wichtig für uns in Hessen. Das gilt, auch das schon angesprochen, nicht nur für die Wirtschaft, sondern das gilt auch für die Privatanwender in ganz Hessen. Aber wie ich am Anfang erwähnt habe und mit Beispielen verdeutlicht habe, sind wir da an Hessen dran. Wir sind da auf einem Weg, den wir zielgerichtet weitergehen werden. Und ich möchte mich noch einmal bei der FDP-Fraktion bedanken, dass wir mit der Aktuellen Stunde das hier noch einmal deutlich machen konnten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr der Kollege Andreas Lischet, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! 5G ist sexy. Ich greife den Wunsch des Kollegen Naas, der ja jetzt leider den Raum verlässt, nach mehr Erotik in der Landespolitik auf. Ja, ob der Eros von Seilbahnen dazu ein messbarer Beitrag ist, gut, das sei jetzt mal dahingestellt, das müssen Sie selbst bewerten. Aber bei 5G ist das unstrittig der Fall. Speziell für uns Politiker ist das Thema 5G-Ausbau, und da haben wir schon gerade eine kleine Kostprobe bekommen, unstrittig sexy, weil es ein völlig risikoloses Thema ist. Und deswegen ist es auch jenseits der FDP-Fraktion so beliebt. Wir Politiker können uns nämlich als sehr innovativ und modern darstellen, und wir können natürlich die Hoffnungen der Bürger damit nähren. Weniger Funklöcher, besserer Empfang, höhere Bandbreite in der Fläche. Nur leider ist unstrittig, dass Privatkunden auf absehbare Zeit wenig bis gar nichts von 5G haben werden. Die höhere Bandbreite in Ballungsräumen und nur dort ist überhaupt auf absehbare Zeit mit einem 5G-Ausbau zu rechnen, dürften überhaupt die allerwenigsten Nutzer spüren. Vielleicht die geringeren Latenzzeiten, das könnte ein echter Vorteil sein, aber auch das werden nur Online-Spieler überhaupt spüren können. Schauen wir uns doch an, was für Hoffnungen noch genährt werden. Gerade auf dem flachen Land wird es nämlich auch keine Verbesserungen durch 5G geben. Durch die höheren Frequenzen sind nämlich die Reichweiten von 5G-Technologie deutlich geringer. Es braucht daher mehr Funkmasten, mehr Funkzellen. Auch das sollte allgemein bekannt sein. Aber wenn sich auf dem Land in der Vergangenheit schon wenige Funkmasten nicht gerechnet haben, wie sollen sich dann auf einmal viele rechnen? Das geht nicht. Deswegen braucht es wieder einmal öffentliches Geld. Für die Industrie hingegen bietet 5G tatsächlich neue Möglichkeiten, die Digitalisierung und Automatisierung voranzutreiben. Auch das sexy Modevokabel. Ja, liebe Kollegen, politisch ist 5G tatsächlich risikolos, aber ist es das auch im richtigen Leben der Bürger? Nicht nur Darmstadt will sich als Pilotregion bewerben, auch die Wetterau will das. So beschlossen am 20.02. im Kreistag zu Friedberg. Und weil die politische Rechnung für 5G so einfach ist, waren natürlich auch alle Fraktionen dafür. Alle außer der AfD. Und wir haben damals im Kreistag gesagt, was auch hier gesagt werden muss. Es gibt nach wie vor eine lange Liste von Fragestellungen und offenen Punkten bezüglich der biologischen und auch medizinischen Wirksamkeit hochfrequenter elektromagnetischer Felder. Wir reden hier also von tatsächlichen Risiken für Mensch und Natur. Die Reaktion im Kreistag war absehbar, aber sie bleibt erbärmlich. Dann setzt doch den Aluhut auf. War ein besonders plakatives Beispiel für die Ignoranz, die ostentativ zur Schau gestellt wurde. Und jetzt frage ich Sie, liebe Kollegen, wer würde sich denn bei einer Bürgerversammlung zu neuen Hochspannungsleitungen hinstellen und den Bürgern empfehlen, bei Sorgen vor elektromagnetischer Strahlung den Aluhut aufzusetzen?
fordert denn nicht die SPD im Antrag mit der Drucksache 822 100 m Mindestabstand zu HGÜ-Leitungen? Wer von Ihnen würde sich denn hinstellen und Glyphosat-Kritikern eine Nasenklammer empfehlen? Ist vielleicht die Nasenklammer eine Geheimwaffe bei Feinstaub und Stickoxiden? Wohl kaum. Der Punkt ist, es zeigt sich auch hier Doppelmoral und Messen mit zweierlei Maß. Der Spruch mit dem Aluhut dürfte den Kreistagsinsassen wieder in Erinnerung gekommen sein, als die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz sich zu Wort meldete. Aus Anlass der 5G-Versteigerung hat sie öffentlich einen umsichtigen Ausbau gemacht. Auf der Webseite lesen wir, in einigen Jahren werden durch 5G höhere Frequenzen dazukommen, deren Wirkungen noch nicht so gut erforscht sind. Das BFS rät zu einem umsichtigen Ausbau von 5G und wird die Wirkungen der neuen Frequenzbereiche weiter erforschen. Warum unterhalten wir solche Einrichtungen, wenn die Warnungen nicht ernst genommen werden? Brüssel beispielsweise hat den 5G-Ausbau kürzlich gestoppt. Manche Dinge lassen sich in einer modernen Industriegesellschaft nicht vorab völlig risikofrei klären. Es gilt, Versuch macht klug. Man muss ergebnisoffen an bestimmte Themen herangehen. Aber nach 6,5 Milliarden € Versteigerungserlös ist das wirklich ein ergebnisoffener Prozess? Wohl kaum. Ist vorstellbar, dass die Frequenzbänder aufgrund medizinischer Bedenken nachträglich der 5G-Nutzung entzogen werden? Wohl kaum. Ich komme zum Schluss. Die entscheidende Frage ist, wer sagt es denn den Darmstädtern, dass sie bessere Versuchskaninchen sind und vielleicht mit schnelleren Downloads dafür belohnt werden? Die Brüsseler sagen keine Versuchskaninchen, deren Gesundheit aus Profitgründen verkauft werden solle, so die belgische Umweltministerin. Herr Kollege, Sie müssen aber jetzt zum Schluss kommen. Letzter Satz, Herr Präsident. Wir als AfD-Fraktion werden diese Pilotprojekte kritisch begleiten. Und Sie, die schon länger hier Regierenden, sollten das auch tun, um die Risiken für die Bürger zu minimieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lieschert. Das Wort hat der Abg. Felstehausen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit G5, die FDP hat es gesagt, steht uns ein neuer Schritt in ein neues Gigabyte-Zeitalter ins Haus, mehr Möglichkeiten, die es da gibt. Für DIE LINKE ist völlig klar, wenn wir in dieses Zeitalter eintreten, dann müssen wir alle die Möglichkeit haben, diese Möglichkeiten auch zu nutzen und davon zu profitieren. Und nach dem derzeitigen Stand ist es eben überhaupt nicht der Fall. Einige meiner Vorredner haben schon darauf hingewiesen. Das Ziel ist, 98% der Haushalte abzudecken und eben der Haushalte, nicht der Flächen. Und wenn Sie, genauso wie viele andere, durch den ländlichen Raum fahren, außerhalb der Ballungsgebiete, dann stellen Sie heute schon fest, was 98% heißt. 98% heißt immer wieder Abbruch von Verbindungen, immer wieder das Verlieren der Netze. Und genau da setzt unsere Kritik an. Das, was im Moment gemacht wird, zentriert sich nur auf die Ballungsräume und blendet die Fläche in der Versorgung vollkommen aus. Bei LTE, meine Damen und Herren, sind wir heute schon auf Platz 70 von 88 weltweit, was die Versorgungsquote angeht. Das macht deutlich, wo wir eigentlich stehen. Jetzt spricht die FDP von der modernen Zukunft, von dem, was alles kommen möge. Wir sollten doch erst einmal die Hausaufgaben machen und eine vernünftige Versorgung in der jetzt vorhandenen Technologie sicherstellen, damit wir alle davon profitieren können, bevor wir den nächsten Schritt machen, da genauso wieder in Stolpern geraten. Aber die Kritik der LINKE geht an der Stelle noch deutlich weiter. Es wurde gerade gesagt, über 6 Milliarden € sind erlöst worden für die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen. Und man muss sich doch fragen, was wird denn eigentlich mit diesen 6 Milliarden € passieren? Wo landen die? Wofür werden sie verwendet? Das ist das eine. Und das zweite ist, wie reagieren jetzt eigentlich die Unternehmen darauf? Natürlich werden diese Unternehmen versuchen, dieses Geld wieder reinzuholen. Und das Ergebnis sehen wir schon heute. Das ist eben auch das Ergebnis der letzten Versteigerung. Kaum irgendwo in Europa sind die Verbindungen so teuer, sind die Netzentgelte so teuer und die Verbindungen so schlecht. Das ist genau der Preis, den wir dafür bezahlt haben.
Wir als LINKE sagen sehr klar, was die Telekommunikation angeht. Telekommunikation ist ein Menschenrecht. Darüber müssen alle verfügen, und wir dürfen das nicht einfach dem Markt überlassen. Hier hat der Staat eine Daseinsvorsorge. Wenn wir die Versorgung flächendeckend dem Markt überlassen, passiert eben genau das, was wir jetzt feststellen. Es gibt verschiedene Anbieter, die in keiner Weise ihre Angebote aufeinander abstimmen. Die 98-prozentige Netzabdeckung resultiert eben dadurch, dass, wenn ich theoretisch über alle Netze verfügen könnte und diverse SIM-Karten in meinem Handy hätte, dann wäre das vielleicht der Fall. In der Tat ist es dann aber so, fahre ich ins Nachbardorf, gibt es dort ein anderes Netz, und ich habe eben keine Verbindung. Wir sagen sehr klar als LINKE, wir müssen die Daseinsvorsorge erweitern, diesen Begriff, um den Bereich der Telekommunikation. Wir müssen verhindern, dass die Gewinne an der Stelle weiter privatisiert werden und anschließend, wie es jetzt auch der Fall ist in der Strategie der Hessischen Landesregierung, die Verluste, die gemacht werden, dem Staat wieder zuzuschieben. Am Ende zahlt der Staat die Zeche, zahlen wir alle die Zeche dafür, dass hier einige wenige Firmen ihren Profit mit Telekommunikation machen. Das, meine Damen und Herren, darf nicht sein, und das müssen wir verhindern. Wenn ich mir insgesamt angucke, was dabei herauskommt, dann stelle ich fest, diese Gigabit-Strategie, die jetzt gefahren wird, die ist lückenhaft, sie ist teuer, und sie ist vor allen Dingen am Bedarf vorbei. Meine Damen und Herren, hier hilft nicht, einen Geburtstag zu feiern, hier hilft nur, wirklich zu handeln. Das vermissen wir derzeit bei der Landesregierung. Die Landesregierung stellt sich hier hin und versucht, einige Löcher zu stopfen. Das wird aber nicht reichen. Wir müssen das ganze Projekt vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen endlich sagen, dies ist eine Aufgabe, der wir uns gemeinsam annehmen müssen. Das ist eine staatliche Aufgabe, und das werden wir nicht dem Markt überlassen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, Herr Kollege Lichert, Sie wollten eben nur uns eigentlich verkünden, mit anderen Worten, dass die AfD jetzt komplett alle ihre Mobiltelefone draußen gelassen hat oder zu Hause abgibt. Aber ansonsten habe ich bei Ihnen nichts wirklich vernommen zu der Sache. Aber okay, das kann ja jeder halten, wie er möchte. Ja, aber ich glaube, das, was ich da gehört habe, war so eine gewisse latente Technikfeindlichkeit an der Stelle, dass ich das Gefühl habe, Sie wollen wirklich Ihre Mobiltelefone abgeben. Aber geschenkt. Ja, kommen wir mal vielleicht zum Titel der Aktuellen Stunde und zu dem Thema, was da im Angebot ist. Und, Herr Kollege Leveringhaus hat es gesagt, eigentlich ist es so ein kleines Geburtstagsgeschenk, das uns die FDP ungeahnterweise quasi gemacht hat, dass wir darüber reden können, über die Digitalstrategie unserer Landesregierung. Und, das ist ganz schön. Darüber bedanken wir uns sehr herzlich bei euch, auch wenn es nur 5 Minuten gibt. Ich möchte vielleicht mal 2, 3 Punkte aufgreifen. Einfach. Digitalstadt Darmstadt ist das Begriff mehrfach gefallen. Digitalstadt Darmstadt hängt auch mit dem Land zusammen, weil die Bewerbung der Stadt Darmstadt um diesen Titel der Bitkom wurde originär mit Landesmitteln unterstützt. Darüber redet fast niemand, aber ich glaube, das müssen wir zur Redlichkeit tun. 5 Millionen originäres Landesgeld für diese Bewerbung und dazu noch 5 Millionen Mittel aus Brüssel, aus dem EFRE-Fonds. Das sind Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden für die Bewerbung. Und ich habe mal den Oberbürgermeister gehört, der gesagt hat, wenn wir nicht so eine Unterstützung von Landesseite gehabt hätten, hätten Sie vielleicht diese Bewerbung nicht durchbekommen, so wie andere Städte, die sich bemüht haben und nicht hinzugekommen sind. Das gehört dazu, das Land unterstützt dort an dieser Stelle dieses Projekt, hat es getan und tut es weiterhin. Dann Rat für Digitalethik, zum Beispiel als Stichwort zu nennen, auch im letzten Jahr gegründet, ein maßgeblicher Punkt, Vertreter von Wirtschaft, von Wissenschaft, aber auch von Religionsgemeinschaften, die sich zusammen mit der Politik, erst unter Federführung von unserem Ministerpräsidenten, die Landesregierung gehört nicht zur Politik, oder was habe ich das jetzt? Man könnte für den gesellschaftlichen Kompromiss aller. Ah ja, gut. Jetzt unter Führung von Frau Prof. Sinemus, die sich genau mit Fragen auch von moralischen, ethischen und sonstigen Prinzipien beschäftigen, was kommt bei der Technologisierung auf uns zu, auf unsere Gesellschaft zu, wie gehen wir damit um? Das sind wesentliche Faktoren, und das ist auch richtig so, dass wir das tun. Wir haben aber auch im letzten Jahr hat die Landesregierung mit den Mobilfunkbetreibern einen Pakt geschlossen, um die Netzlücken, die bereits im heutigen Netz leider immer noch bestehen, bei 4G zu decken, dass neue Masten entstehen. Und auch an dieser Stelle nehmen wir eigenes Geld
als Bundesland in die Hand, um dort voranzukommen, um die weißen Flecken zu schließen. Das sind allein 50 Millionen Euro im Nachtragshaushalt dieses Jahres, stehen Sie auch, oder jetzt im letzten Nachtragshaushalt. Ja, ein Punkt, der noch anzusprechen wäre, weil noch ein Moment Zeit ist, ist wirklich die Frage der Form und des Designs der Lizenzvergabe, die wir uns in der Bundesrepublik Deutschland leisten. Kollege Leveringhaus hat auch dieses Thema bereits angesprochen. Für die 4G-Auktionen waren es dann über 50 Milliarden €. Jetzt reden wir von 6,5 Milliarden € wieder für die 5G-Lizenzen. Das bedeutet ja am Ende, das Geld muss erst einmal irgendwo herkommen. Und am Ende muss es auch einer bezahlen. Im Zweifel werden das die Kunden bezahlen. Und im Zweifel führt das auch dazu, dass sich die Unternehmen überlegen, wie schnell sie ausbauen, weil halt eben erst einmal die Investition in die Lizenz überhaupt finanziert werden muss. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir uns auf Dauer etwas überlegen, oder muss sich die Bundesregierung mit der Bundesnetzagentur etwas überlegen, für die nächsten Schritte, wie das funktionieren soll. Weil immer weiter in diesen Überbietungswettbewerben, wo Geld erst einmal hinfließt, wo da nichts passiert, das kann es nicht sein. Das zahlt einfach nur der Kunde. Und da müssen wir alle mit, auch als Länder, darauf achten, dass der Bund mit den 6,5 Milliarden, die er jetzt dort zusätzlich eingenommen hat über die Lizenzgebühren, die wirklich in den Ausbau von Breitbandversorgung fließen, dass wieder Fördermittel auch von Bundesseite zur Verfügung gestellt werden an dieser Stelle, dass das Geld zurückfließt an der Stelle in die digitale Infrastruktur unseres Landes. In diesem Sinne danke ich Ihnen heute Morgen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Honka. Meine Damen und Herren, wir hatten eine Vereinbarung, was das Fotografieren hier oder das Filmen im Bereich der Abgeordneten angeht. Ich darf Sie bitten, das zu respektieren. Sei so lieb. Gut. Dann kommt jetzt der Kollege Kaffenberger, SPD-Fraktion. Bitte. Gibt es Kollegen im Haus, die sind offensichtlich größer als ich? Sehen Sie es mir nach, es dauert kurz. Geht auch nicht von meiner Redezeit ab, oder? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Aktuelle Stunde zur Zukunft des Mobilfunks bringt mich zunächst dazu, in die Vergangenheit zu schauen. Bei der Vergabe der LTE-Frequenz im Jahr 2015 wurde eine Versorgungsauflage vereinbart, und bis Ende diesen Jahres muss jeder der drei Mobilfunknetzbetreiber 98% der Haushalte, wichtig, wir haben es schon gehört, der Haushalte versorgt haben. Der Kollege Felstehausen sprach davon. Diese Auflage wie auch die Umsetzung des Mobilfunkpaktes zu überprüfen und die Einhaltung sicherzustellen, ist die Pflicht der Regierung. Denn viele Menschen da draußen, und viele werden diese Debatte erleben, die denken sich doch dabei, die reden da über 5G und ich habe nicht mal LTE. Was den Mobilfunk angeht, bedeutet dies aber natürlich, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Denn unser Ziel muss es sein, Hessen zum Vorreiter bei 5G zu machen. Und mit dem Testfeld in der digitalen Stadt Darmstadt von der Telekom ist ja schon ein Schritt getan. Auch aller Anfang ist schwer. Das mussten die Digitalministerin und ich bei der Digitalstadtkonferenz letzte Woche schmerzlich feststellen, mit einer sehr unsachlichen Diskussion zu vermeintlichen Gesundheitsgefährdungen durch 5G wurde eine Paneldiskussion massiv gestört und für die Verbreitung von Unwahrheiten genutzt. Bei einer Umfrage von Civey gaben fast 60% der Befragten an, sich schlecht über den neuen Mobilfunkstandard informiert zu fühlen. Dieses Ergebnis, meine Damen und Herren, wie auch das Erlebnis bei der Konferenz, machen doch deutlich, wir müssen dringend aufklären und die Debatte versachlichen. Dazu will ich auch einen kleinen Beitrag leisten mit dieser Rede. Und die neuen 5G-Frequenzen, die bis letzte Woche versteigert wurden, sind bezüglich ihrer Nutzung, anders als oft behauptet wird, nicht neu. Der Frequenzbereich um 2 GHz wird derzeit bereits genutzt, Herr Abgeordneter Lichert, und die hochfrequenten Wellen, von denen Sie sprechen, die werden in den nächsten Jahren erst vergeben, und bis sie dann umgesetzt werden, haben wir noch Zeit zu forschen. Und bei der Beurteilung der Frage nach gesundheitlichen Auswirkungen können wir bei dem bestehenden Frequenzbereich auf bestehende Studien zurückgreifen. Und zusammengefasst besteht nach derzeitigem Kenntnisstand unterhalb der empfohlenen Grenzwerte, die es auch in diesem Bereich gibt, kein gesundheitliches Risiko. Allerdings, hören Sie mir bitte zu, ich erkläre es Ihnen. Allerdings existiert im Moment ja viel Aufregung in Bezug auf eine sogenannte NTP-Studie aus den USA, die einen Kausalzusammenhang zwischen starken hochfrequenten Feldern und Krebs bei Ratten sieht.
Das Bundesamt für Strahlenschutz weist aber in diesem Zusammenhang, da können Sie auch gerne auf die Homepage gehen, auf die methodischen Schwächen und Inkonsistenzen dieser Studien. Deren Ergebnisse sind nämlich insbesondere durch die Ganzkörperbestrahlung der Ratten deutlich oberhalb der Grenzwerte, um in ihren Duktus zu verfallen, für eine längere Zeit sehr limitiert. Es ist sicherlich erstrebenswert, auch weitere Forschung zu diesem Thema zu unterstützen. Allerdings ist auf Grundlage der aktuellen Studien es nicht geboten, den Ausbau des 5G-Netzes nicht zu beginnen. Zudem, Herr Abg. Lichert, die stärkste Strahlungsquelle, und daran wird die Einführung von 5G wenig ändern, sind die Smartphones. Und das wird sich wahrscheinlich auch bei Ihren körpernah befinden und nicht so oft, wie behauptet wird, die Masten. Ich hoffe, hiermit einen kleinen Beitrag zumindest zur Versachlichung geleistet zu haben. Aber wir brauchen eben nicht nur mehr Aufklärung, meine Damen und Herren. Auch mehr eigenes Engagement der Landesregierung in Bezug auf künftige 5G-Modellregionen ist nötig. Bisher existiert in Darmstadt nur ein Testfeld der Deutschen Telekom, aber ein Testfeld ist noch keine Modellregion. Wichtig ist dabei zu bedenken, ich erinnere an die Milchkanne, sie ist ja öfter Symbol hier in diesem Haus, wenn es um dieses Thema geht, dass künftige 5G-Modellregionen sowohl städtischen als auch ländlichen Raum umfassen. Denn um eine digitale Spaltung zwischen Stadt und Land zu verhindern, könnte es heißen, in und um Darmstadt, Stadt und Landkreis zusammen, auch in Mittelhessen gibt es Interesse, und auch dort wäre eine 5G-Modellregion ein Zeichen dafür, dass wir ernsthaft daran arbeiten, digitale Spaltung zu verhindern. Und perspektivisch braucht es aber natürlich über Modellregionen hinaus eine flächendeckende 5G-Versorgung. Und der Abg. Leveringhaus hat es ja auch angesprochen, die dafür geeigneten Frequenzen werden in den nächsten Jahren vergeben. Und wir haben es auch im Ausschuss schon gebracht. Die Landesregierung sollte sich dann dafür stark machen, dass künftige Versorgungsauflagen auf die Fläche abstellen und nicht wie bisher auf Haushalte. Wir sind auf Ihre Initiativen gespannt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Noch einen Satz, Herr Präsident. Sie sehen, es gibt noch viel zu tun in Sachen Mobilfunk. Die Erfüllung der Versorgungsauflage und des Mobilfunktaktes für LTE sicherstellen, zu 5G forschen, aufklären und Modellregionen nach Hessen holen, flächendeckend 5G ausbauen. Ich bin gespannt über Ihre Vorschläge. Vielen Dank, Kollege Kaffenberger. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Prof. Sinemus. Bitte. Ja, sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich zumindest, dass ich heute einmal in einer Runde sprechen kann, wo es doch über alle Fraktionen hinweg an bestimmten Stellen gewisse Einigkeit gibt, nämlich darüber, dass wir uns einig sind, dass wir 5G als Chance auch für Hessen und zum Ausbau dieser Region nutzen wollen. Und ich möchte jetzt auch auf das Thema 5G fokussieren und nicht auf LTE, Mobilfunk, Smartphones und alles, was damit zusammenhängt, sondern 5G ist eine Schlüsseltechnologie von hoher strategischer Bedeutung, und zwar einerseits für die Kommunen und andererseits natürlich auch für die Unternehmen, nämlich er ist Innovationsgarant für die Zukunft. Aus meiner Sicht sind die Bürgerinnen und Bürger da nicht abzuhängen, aber sie sind im Moment nicht die Zielgruppe Nummer eins, sondern wir haben es vielleicht gesehen, der ein oder andere war in Bad Hersfeld und hat dort auch sehen können, was tatsächlich möglich ist mit dieser Übertragungsdichte eines 5G-Feldes, nämlich digitale Echtzeitübertragung. Da gab es ein hervorragendes Exponat des DRL, was gezeigt hat, wie Forschung, Mobilität der Zukunft mit digitaler Echtzeit Übertragung, autonomes Fahren in Kooperationsprojekten möglich machen kann. Das muss unser Ziel sein, diese Schlüsseltechnologie so auszurollen, dass alle Stadt, Land, Unternehmen wie das gesamte Land hier von Vorteil umsetzen kann. Unsere Aufgabe, und das sehe ich als meine, ist 5G-Rollout bis 2020 umzusetzen. Anzufangen jetzt, indem wir nämlich genau das tun, was auch in der Überschrift gefordert würde, Chancen nicht nur erkennen,
nämlich Chancen nutzen. Und da nutzen wir genau diese vier Regionen plus Darmstadt, die sich für die 5G-Modellregionen beworben haben, nämlich Bergstraße, Wetterau, Mittelhessen und Darmstadt-Dieburg, die diese vier Modellregionen werden wollen, inklusive der Stadt Darmstadt, die nämlich erstes Testfeld wird. Und dass wir alleine hier in Hessen nämlich erstes Testfeld 5G sein dürfen, haben wir auch den guten kontinuierlichen Aktivitäten zu verdanken. Und damit haben wir die Chance, und das ist eine Initiative der Landesregierung, die auch ein Stück weit vorgedacht wurde in Sachen Metropolregion, die ich zusammen mit dem Axel Wintermeyer nach vorne bringen möchte. Wir werden nämlich eine Smart Region-Initiative auf den Weg bringen und genau das tun, was wir jetzt schon an guten Aktivitäten haben, Modellregionen zusammenbringen, Smart Cities zusammenbringen, Hessen als Vorreiter etablieren. Und diese Vorreiterrolle wollen wir nicht nur sichern, sondern wir wollen sie auch als Innovationsstandort ausbauen. Wir sind nämlich nicht Entwicklungsland, wir sind deutlich eines der ersten Länder, die hier Vorzeigeregion ist, als Innovator an dieser Schnittstelle Technologie. Die Gigabit-Strategie brauche ich an dieser Stelle nicht mehr weiter auszuweiten. Wir werden 50 Millionen in die Mobilfunkinitiative und 174 Millionen in Breitband investieren, heißt 106 Millionen insgesamt und 5G-Standorte ausrollen in 2020. Ein Jahr ist vorbei, wir setzen darauf auf, und wir werden das kontinuierlich weiterentwickeln. Und zwar werden wir ohne Geld im Übrigen an der Stelle nicht weiterkommen. Ich kann nicht einerseits Innovation und Standort ausbauen, an der anderen Seite sagen, wir nehmen kein Geld in die Hand. Wir werden und müssen das in die Hand nehmen, und da werden die 106 Millionen im Nachtragshaushalt, der ja heute zu beschließen ist, auch investiert. Letzter Punkt, Akzeptanz schaffen. Nein, für mich ist es nicht Akzeptanz schaffen, sondern unsere Aufgabe ist, Transparenz zu schaffen. Und das heißt, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger an der Schnittstelle durchaus ernst zu nehmen. Aber eine Doppel-Null-Studie mit dem Aluhut brauchen wir nicht mehr. Wir haben nämlich tatsächlich hervorragende Institute. Das Bundesinstitut für Risikobewertung und für Strahlenschutz sagen, nach dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand gibt es kein Risiko. Dieser ist natürlich immer wieder zu überprüfen. Und deswegen werden wir als Landesregierung zwei Dinge tun. Erstens ein Monitoring als Fortschrittsbericht aufsetzen und zweitens eine Dialoginitiative auf den Weg bringen, gemeinsam mit Kommunen und den Telekom-Anbietern, um Dialogräume zur sachlichen Diskussion rund um dieses Thema zu schaffen, damit uns, Herr Kaffenberger, das nicht mehr passiert, was in der Digitalstadt Darmstadt passiert ist, nämlich von starken Initiativen, die nicht sachbezogen unterwegs sind, solche Debatten zu führen. Danke. Vielen Dank, Frau Ministerin. Das war der Punkt 65.